Hey, du bist allein, hast keine Freunde, fühlst dich hässlich, verzweifelt, suchst den Mann deines Lebens? Dann melde dich im Channel nebenan, hier ist kein Platz für dich. Kurzes, oder wahrscheinlich auch nicht kurzes, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie lange es gehen wird, Freestyle-Commentary von mir. Wir reden heute mal von Gesicht zu sozusagen. Ich habe ja weder Skript noch ist mein Bildschirm an. Ich habe ja Licht sozusagen aus. Ich rede einfach nur beim Mikrofon rein. Also sozusagen wirklich eine Face-to-Face-Konversation von mir zu dir. Was ist mit meinem Kanal passiert? Es ist jetzt sozusagen sowohl ein Recap von der letzten Zeit, als auch von der gesamten Zeit. Zuerst mal zur letzten Zeit, also ich habe ja jetzt zum Glück wieder Motivation gefunden Ende des Sommers, weil die Uni einfach geil ist und so, wieder Let's Plays hochzuladen und am Wochenende Commentaries sind so ein Scheiß. Jetzt habe ich nicht das Problem, dass ich keinen Bock mehr habe. Nee, bloß nicht das. Ich hatte das Problem, dass ich zu viel Bock habe. Ich habe so viele Aufnahmen auf meiner zweiten Festplatte an Highlights und Nice Plays, beziehungsweise inzwischen Ace of Spades. Und dazu noch Clips für die nächste Just for You Montage. Ich komme nicht mehr klar mit dem Benennen. Ich benenne so viele Clips, sortiere die ein, will die pre-encoden, dann habe ich schon den nächsten Bunch. Und so füllt sich meine Festplatte gerade auf und auf. Und das wird höchstwahrscheinlich entweder damit enden, dass ich wirklich mal einen gesamten Tag damit verbringe, einfach nur Clips zu benennen und zu sortieren. Oder dass meine zweite Festplatte voll ist und ich irgendeinen wichtigen Clip verliere, richtig wütend wird und dann werde ich die... Dann wird auch die erste, wird auch wieder der erste Fall eintreten, sozusagen rekursiv hier, falls es euch was sagt. Ja, und auf jeden Fall, also generell zur letzten Zeit, habe mich gerade mit einem guten Kumpel, na, ich weiß nicht, ob ich jetzt seinen Namen nenne, also ich habe gerade mit einem guten Kumpel, und ja, wir sind gute Kumpels, falls du das gerade schaust, wir sind gute Kumpels, darüber unterhalten, so über die alte Zeit auf YouTube und generell auch in Call of Duty, was ja eigentlich mein Kanal auch sozusagen groß gemacht hat, also groß ist relativ gesehen. Ich meine, mit groß, was mich von 17 Abonnenten auf 323 Abonnenten gebracht hat, ist Call of Duty und auf jeden Fall mich mit ihm über die damalige Zeit unterhalten. So, yo, wie ging das damals ab? Was waren damals coole Videos? Und es ist einfach so, damals waren einfach coole Gameplays, so Mob mit dieser und dieser Waffe auf dieser und dieser Map. War schon cool, so 2013 und so rum. Ich weiß noch, also ich weiß nicht, ob ihr seit damals mir zuschaut. Wenn ja, seid ihr höchstwahrscheinlich meine Stufenmates. Shoutout an euch, ich hab euch lieb. Und wenn nein und ihr erst später dazu kommt, könnt ihr mich höchstwahrscheinlich von Tiny. In dem Fall, Shoutout auch an euch, ich hab euch auch lieb. Nur auf jeden Fall, es ist einfach nicht mehr die alte Zeit und so. Wenn ich jetzt irgendwie Call of Duty spiele, dann eigentlich entweder für dieses scheiß 5-7 Silence Mob, mit der ich damals das Tryharden aufgehört habe, oder einfach nur für Feeds für Just For You. Und auf jeden Fall, in der Zwischenzeit, zwischen damals, als ich getradet habe und jetzt, habe ich ja hauptsächlich Tiny supportet und da ist es alles so gestorben, dann hatte ich meine scheiß Depression und es ist dann auch nicht wiedergekommen. Richtig nervig und inzwischen haben wir einen Gameplay-Standard von Triple Nuclear und schön langweilig auf Nuketown, wobei ich auch selten Nuketown spiele. Wie viele Nuketown-Gameplays habe ich auf meinem Kanal? Null. Also, ich bitte euch. Naja, auf jeden Fall. Werd mich versuchen, vielleicht demnächst mal wieder ein paar Gameplays zu hocken. Und wer weiß, vielleicht kommt was, vielleicht kommt auch nichts. Und ich laber hier nur Scheiße, aber mir wird es auf jeden Fall Spaß machen, das zu machen. Aber was mir auch viel wichtiger ist, ist sozusagen wirklich die alte Zeit wiederzubringen. Das heißt, wie erkläre ich das am besten? Wahrscheinlich weniger Acht auf Let's Plays geben. Wobei es ja eigentlich, also ich sag jetzt euch ein Dilemma, nicht was ich vorhab. Ich lade liebend gerne Let's Plays hoch, ich Let's Play liebend gerne. Aber am Ende habe ich nicht diese Befriedigung, dass ich weiß, das schauen sich Leute an und mögen es. Ich habe am Ende, das ist ein ganz anderer Grund, das Gefühl, ich habe das jetzt archiviert. Wenn ich jemals sehen will, wie habe ich das damals gespielt, kann ich das anschauen. So Let's Plays mache ich ja für mich, habe ich schon oft genug erwähnt und so. Und andere Videos mache ich für euch. Und mir fehlt einfach in letzter Zeit dieser Euch-Aspekt. Ich weiß nicht, was ich euch bringen soll. Ihr wisst ja, mein Kanal ist jetzt tot. Ich mache seit 2012 Videos. Seit 4 Jahren haben mich Leute abonniert und sind dann inaktiv geworden. Also, würde mich freuen, wenn ihr mal wieder aktiver wärt. Die einzigen Kommentare, die ich in letzter Zeit bekomme, sind von Tiny. Oder irgendwelche Spam-Nachrichten oder ganz selten mal ein konstruktives Kommentar, bis es ja irgendwie sowas. Und früher war es einfach so,
da, ich lade ein Gameplay hoch, keine Ahnung, beispielsweise, ich weiß nicht, wie es hieß, 92 zu 29, wo einfach nur ein Gameplay mit einem verfeilten Commentary, wie dieses hier auch. Nur ist dieses Mal die Mikroqualität besser, Spatsch. Und das ist kein Call of Duty MW3 Gameplay und da hatte ich halt, keine Ahnung, mit der P90 und Assault Streaks auf Downturn eben diesen Score. Und das haben sich Leute angeschaut. Ich hatte Kommentare, gutes Video und so. Und ich glaube, das war auch das erste Video, bei dem ich das, das war mein... Auf dem Video hatte ich meinen ersten Dislike in meinem Leben. Da war ich auch stolz drauf. Und auf jeden Fall, ich vermisse die Zeit einfach. Falls ihr dazu irgendwas zu sagen habt, was auch immer es sei, bitte haut's raus, bitte. Ich mache den Kanal wirklich nicht nur für mich, falls ihr das jetzt irgendwie in letzter Zeit mitbekommen habt. Mit diesen scheiß viel Let's Plays und so. Ich mache den für mich, für euch und für meine Freunde. Ich lade Highlights hoch, dass ich den mit meinen Freunden anschauen kann. Die mit meinen Freunden anschauen kann, darüber lachen kann. Ich lade natürlich Montages hoch, um der Welt zu zeigen, hallo, hier bin ich, ich kann editen, ich kann zocken, das ist cool. Und ja, ich finde Montages sind einfach ansehnlich. Mir gefällt es, sowas anzuschauen, auch meine eigenen. Ich schaue gerne meine eigenen Montages an, ja. Und dann natürlich noch Gameplays, um euch was zu zeigen. Ihr schaut bestimmt gerne Gameplays an. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Gameplays anschaut. Das ist früher auf jeden Fall so gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so sein würde. Ich sollte testweise ein Gameplay hochladen, aber ich habe keins. Was heißt, ich habe keins? Ich finde keins hochladbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Nuklear mit einem Sturmgewehr oder SMG gehen würde, dann mache ich das. Gib mir 1 bis 4 Runden. Ich habe die Nuklear. Toll. Und jetzt? Nichts Besonderes. Nicht, dass es nichts Besonderes ist, aber ich meine, es ist wirklich nichts Besonderes. Es will niemand mehr anschauen. Auch wenn meine jetzt, wenn ich das so sagen darf, besser aussehen als andere. Ich habe ein schönes Aim. Ich habe ein schönes Aim, könnt ihr nicht bezweifeln. Und mir gefällt es, schöne Aims anzusehen, oder wie auch immer man das nennt. Ihr kennt ja bestimmt Revic, beziehungsweise Black Mesa Tech. Der Typ hat das krankste Aim der Welt. Und ich schaue mir alle seine Videos an, einfach nur deswegen, weil er so 100%ig auf den Gegner drauf bleibt, dass du denkst, es sei einfach ein Buddy-Aimbot. Naja, ich hoffe, ihr habt mein Dilemma verstanden und konntet meinen Rant bis hierhin ertragen. Wenn nicht, fickt euch. Nee, war nur Spaß. Und falls doch, wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Leben, viel Spaß bei was auch immer ihr tut und viel Erfolg. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann erinnere dich daran, dieses Video war nicht für dich. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig's doch bitte deinen Freunden. Und wenn es deine Freunde nicht mögen, dann such dir neue Freunde. Hau rein, ciao! Is it dark before or dawn? How do we rewrite our song? You left me